Seit 50 Jahren hat das deutsch-französische Jugendwerk 8 Millionen Begegnungen zwischen jungen Menschen organisiert. Und diese 8 Millionen Begegnungen sind ein fester Bestandteil der deutsch-französischen Freundschaft. Und ich glaube, dass gerade in der Begegnung von jungen Menschen die Chance liegt, dass die Staaten sich gut verstehen und dass auch der europäische Frieden gewahrt wird. Das DFJW hat 8 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Programmen, die bisher zu wenig miteinander in Kontakt gewesen sind. Es gab das immer wieder vereinzelt, dass Teilnehmer an Programmen natürlich freundschaftlich verblieben sind. Wir freuen uns auch, dass eine Reihe von Ehen über die 50 Jahre schon entstanden sind. Aber systematisch haben wir das bisher noch nicht angegangen, dass sich Leute, die an Programmen der Partner und des DFJW teilgenommen haben, sich wiederfinden können. Und das soll mit diesem Club au Fage Club DFJW erreicht werden. Und sie sollen aber auch gleichzeitig versuchen, dass sie vielleicht neue Ideen finden, wie man heute die deutsch-französische Freundschaft leben kann. Wenn ich heute betrachte, dass es insgesamt 8 Millionen Teilnehmer gab in diesen 50 Jahren, so konnte ich mir das natürlich 1964 mit meinen französischen Kameraden kaum vorstellen. Wir waren 35 Deutsche und 35 Franzosen. Aber ich glaube, dass mit einem neuen Konzept, zum Beispiel die Vernetzung ehemaliger, dass sich das also durchsetzen wird und natürlich auch der europäische Gedanke. Also über das Deutsch-Französische hinaus, wir gehören alle zu Europa, aber das Europa ist für alle bindend. Ich fais de la chanson française, je suis auteur, compositeur, interprète. Mon projet est donc de venir à Berlin pour jouer mes chansons. Et préparer des nouvelles chansons. La bourse Promobile, ça m'a bien aidé dès que je suis arrivé à Berlin, puisque donc, c'est une aide financière qui est sous deux formes, une aide de séjour, à peu près 300 euros par mois, et une aide de matériel. Donc voilà, en tout, ça doit approcher les 4000 euros, je crois. Donc ça m'a bien aidé quand je suis arrivé, parce que j'avais, pour tout ce qui était la communication, par exemple faire des affiches, des flyers, pour communiquer lors des premiers concerts, ça m'a permis de me racheter un petit peu de matériel d'enregistrement, etc. Donc voilà, financièrement, ça m'a permis de bien démarrer ici. Ich denke, dass das deutsch-französische Jugendwerk eine ganz, ganz tolle Organisation ist, um das Nachbarland kennenzulernen. Und wir sind Europa, Grenzüberschreitung ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht kann sich das nicht jeder leisten und braucht finanzielle Unterstützung. Und vielleicht traut sich nicht jeder oder hat keine Schule, die ganz intensive Programme vornimmt und kann sich dann an das Jugendwerk wenden und darüber das Nachbarland kennenlernen, tolle Freundschaften und Bekanntschaften treffen. Je m'engage beaucoup pour les valeurs que défend l'OFAGE, c'est-à-dire l'amitié franco-allemande d'une part, les valeurs européennes. Donc pour moi, ce sont des choses basiques pour ce qui concerne la construction de l'Union européenne, par exemple. Das deutsch-französische Jugendwerk organisiert diese Begegnung zwischen jungen Menschen, organisiert, dass diese jungen Menschen nicht nur etwas über Frankreich hören oder über Deutschland, sondern die Sprache hautnah kennenlernen, die Kultur hautnah kennenlernen. Und diese Begegnung zwischen den Menschen, das ist das Wertvolle.